So. Ja, guten Tag. Kein Problem, kein Thema. Ja, ja, gerne. Also, Freunde, heute haben wir zwei Themen. Ein Thema ist das Leben heute, das Leben früher. Wie war das Leben früher? Also unterschiedlich sieht man. Manche sagen, das Leben früher war einfach. Und heutige Generation denkt, das Leben war früher schwierig. Jetzt ist alles einfacher. Wir können online was bestellen oder wir haben so viele Optionen oder Arbeitsmöglichkeiten, Sportmöglichkeiten. Und manche sagen, jetzt ist das Leben kompliziert geworden. So, es hängt von Ihnen ab eigentlich, über welches Thema Sie sprechen wollen. Sie können einfach wählen. Und das Thema 2 ist Taschengeld. Braucht man Taschengeld? Also die Kinder bekommen Taschengeld. Bekommen Kinder wirklich Taschengeld bei Ihnen? Oder Sie können auch eigene Erfahrungen hier teilen. Wer will dann damit beginnen, Freunde? Ihr könnt einfach ja wählen. Ja, bitte. Guten Tag allen. Guten Tag. Heute das Thema ist Taschengeld. Protokoll. Taschengeld ist wichtig für Kinder, aber es ist auch wichtig, Geld richtig auszugeben. Kleine Kinder wissen nicht, was gut oder schlecht für sie ist. Das ist auch eine der Gründe, warum manche Eltern ihren Kindern keine Taschengeld geben. Wir müssen darauf achten, wie sie ihr Geld ausgeben. Viele Kinder geben es für ihre Lieblingsessen, zum Beispiel Schokolade, Eis oder um einzukaufen, gehen ins Restaurant gehen oder Freunde zu treffen. Manche Kinder sparen Taschengeld für andere Zwecke. Als ich jünger war, habe ich mein Taschengeld benutzt, um Romane auszulesen. Ich lese gerne Romane. Ich denke, Geld auszugeben lehrt uns Verantwortung, aber das gilt vielleicht nicht für andere. Wenn wir selbst Geld verdienen, wissen wir den Wert des Geldes noch besser. Das ist alles. Wunderbar. Okay. Klar. Thema 1 oder Thema 2. Freunde, Sie können einfach wählen und dann mit dem Thema beginnen. Bitte schon. Und
Sehr gut. Also wir bekommen oder brauchen Taschengeld, aber wir lernen natürlich, wie man um das Geld ja geht. Also man arbeitet für Geld und Geld vielleicht bringt uns Freude, manchmal auch Stress. Aber die Kinder haben auch kleine, große Wünsche und dann, wenn sie Taschengeld haben, dann können sie auch selbst erfüllen. Vielleicht mal in der Schule oder irgendwo in der Kantine wollen sie was essen. Sie sehen, andere essen schon, dann wollen sie auch vielleicht. Ja, gut. Sie lernen auch, wie man Geld spart oder ob man kann oder nicht. Sanjay ist dran jetzt. Bitte schon. Freunde, Sie können Ihre Hände zeigen. Dann weiß ich Bescheid. Wer will sprechen? Sanjay ist jetzt dran. Und dann Harsh. Bitte. Hallo, guten Tag meine Leute. Heutiges Thema ist Taschengeld für Kinder. Das Thema ist sehr wichtig. Zuerst, ich bitte über allgemeine Informationen, dann betreibe ich meine persönliche Erfahrung und Situation in meinem Heimatland. Danach möchte ich über Vorteile und Nachteile sprechen. Taschengeld ist ein Geldbetrag, den Eltern einem Kind geben. Normalerweise jede Woche Taschengeld ist für alle Kinder wichtig. Weil sie so den Umgang mit Geld und die Bedeutung von Geld lernen können. Durch das Taschengeld können die Kinder den Betrag decken. Jetzt möchte ich über meine persönliche Erfahrung sprechen. Wann ich in der Schule war, gab mir meine Großmutter Taschengeld, wenn ich das Geld bekam war. Ich war von Anfang an ein Geldsparer. Ich habe oft meine Taschengeld gespart. Ich habe Eltern und Geschichte und Schokolade mir oft mit Taschengeld gekauft. Jetzt spreche ich über die Situation in meinem Heimatland. In meinem Heimatland bekommen die Kinder Taschengeld von den Eltern oder Oma oder Opa vom Taschengeld kaufen. Die Kinder Schokolade, Käse und Spielzeug, ja, und so weiter. Jetzt beschreibe ich Vorteile und Nachteile. Es gibt viele Vorteile von Taschengeld. Zum Beispiel Kinder können die Bedeutung von Geld verstehen. Und Kinder können lernen, wie wir mit Geld umgehen können. Und Kinder können versuchen, Geld zu sparen. Und sie sammeln Geld und kaufen notwendige Dinge. Und Taschengeld macht den Kindern mehr Freude. Und es gibt viele Nachteile. Zum Beispiel, die Kinder konnten kein Geld sparen, manchmal. Und Kinder gehen auch falsche Pferden. Und sind die Kids dann größer, kann er schnell ziemlich kostspielig werden. Und meiner Meinung nach ist Taschengeld gut für Kinder, weil so lange die Kinder nicht arbeiten. Und sie können ihre Bedürfnisse mit Taschengeld erfüllen. Das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr gut. Also bekamst du wirklich Taschengeld in der Schulzeit? Ja. Okay, klar, gut. Ja, ich bekam von meiner Großmutter. Ah, von Großmutter. Großmütter sind nett. Sie geben Taschengeld. Ja, ja. Öfter. Vater fragt nach, aber sie sagt, nein, kein Problem, braucht das Kind. Also, muss gegeben werden. Ja. Sehr gut. Harsh, jetzt bist du dran. Ja, Sir. Guten Tag an alle. Heute sprechen wir über sehr diskutiertes Thema. Das Thema heißt Leben früher, contra Leben heute. Wenn man über den beiden Seiten sprechen,
heaven, fever, comes on us. Fever's Ute man, he lays very frightened, too shalten. This for Harishi, you were then heightened, heightened. Fever, darkness, and kind hanging, over on the electronicious medium, over on the electronicious medium, the sun for your communication and process problem. Anders writes haben hier Handys und Laptops und auch eine gute Internetverbindung. Videoanruf oder Anruf zu Führer. Führer war Teilung der Information nicht so einfach und es war sehr problematisch. Aber heutzutage ist es sehr einfach geworden. Und Information online zu posten, bloggen und verteilen. Die Zeit ist schon vorbei. Wenn man für jeden Ort des Ufos gehen sollte. Jetzt oder nun haben wir unterschiedliche Verkehrsmöglichkeiten. Von einem Ort nach anderem Ort zu gehen. Zum Schluss möchte ich sagen, die schwierige Zeit ist schon vorbei. Und momentan sind wir stärker und kräftiger geworden. Das ist alles von meiner Seite. Vielen Dank. Sehr schön. Wunderbar. Ja, nächste Person bitte. Es ist toll eigentlich. Wir alle haben Erfahrungen. Wir alle haben Gefühle. Und dann, wir bekommen gleiche Themen und dann teilen unsere Erfahrungen. Es ist wirklich so nett. Darf ich sagen? Ja, Babita. Bitte schon. Und andere Freunde auch. Wenn sie etwas sagen wollen, dann bitte die Hand hoch. Dann weiß ich Bescheid. Ja, Babita, bitte schön. Ja, hallo alle, guten Tag. Heute spreche ich über das Thema, das heißt Taschenlehrer für Kinder. Taschenlehrer ist ein Begriff, das elternlehrer Kinder jeden Monat geben. Ein Kind kann diese Taschenlehrer in jedem Fall ausgeben und manchmal leiten Eltern ihre Kinder an und helfen ihnen bei der Entscheidung, wie das Geld ausgeben werden soll. Ich habe auch ein festes Taschengeld bekommen und ich habe nicht mein ganzes Taschengeld ausgegeben. Ich habe etwas davon in mein Sparschwein getan und mit meinem Taschengeld kaufte ich mir andere Sachen. Es gibt auch viele Vor- und Nachteile. Vorteile sind, Kinder lernen, wie sie ihr Geld richtig einsetzen. Oder sie lernen, wie sie ihre Ausgaben kontrollieren oder Geld zu sparen. Nachteile sind, vielleicht werden sie ihr Geld für falsche Dinge, zum Beispiel rauchen, trinken und so weiter. Am Schluss sage ich, dass Taschengeld Kinder hilft, etwas über den Umgang mit Geld zu lernen und allmählich wissen sie um die Bedeutung von Reichtum in ihrem Leben. Und Taschengeld hat eine große Bedeutung in jedem Kind oder im Leben eines jeden Menschen. Ja, das war meine Meinung. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Wunderbar. Sehr gut. Eigene Erfahrung ist wirklich privat und wir wollen alle gerne hören, wie es war. Ja, next. Wer ist dran jetzt? Ich habe heute zwei Themen genommen. Also ich dachte mir, dass vielleicht, wenn wir eine Wahl haben, dann würden wir vielleicht, also headless, wir wählen und dann können wir besser vorbereiten. Ja, so. Das Leben für uns heute. Die Qualität der Zeit ist für heute zu machen, was für uns heute ist, wird auch für uns morgen vorbei sein. Die Zeit verbindet mit sich, genau wie das Leben und Essen. Ist es die Menschen von heute mit niemandem ohne Bedeutung. Menschen sind sehr rezeptiv. Viel Geld zu verdienen, die Leben für Menschen, Respekt vor immer, permittiert, Menschen zu helfen, so wie
Wir lassen zu sein, weil ihr Essen auf das Gleis war, auf das Umfeld der Vergangenheit war viel besser als das der heutigen Zeit. Die Menschen leben für nicht in Sorgen. Die Menschen von heute sind voll Sorgen. Danke. Bitte schon, sehr gut. Die Qualitätsleben haben wir jetzt oder hatten wir früher? Wer weiß? Ja, diejenigen Jugendliche denken, jetzt haben wir besser. Die älteren Menschen, Senioren sagen, alles früher war besser. Also dann haben sie eigene Gründe und wir sagen, was wir eigentlich denken. Okay, gut. Next, wer ist dran? Einfach, ich sollte die Hand einfach hier sehen können. Bitte, Manish. Guten Tag alle zusammen, heutiges Thema. Guten Tag alle zusammen, heutiges Thema ist das Leben für unsere Freude. Wir leben keine Respekt vor den Tradition. Wir haben ein falsches Leben, das von den Social Media geteilt wird. Meine persönliche Erfahrung sind, das Leben ist heute besser als vor 20 Jahren. Heute zu Tage Leben unterscheidet sich stark von Leben vor 20 Jahren. Heute wollen wir nicht Zeit für Familie und Leben. Die Menschen haben gegenüber den Wahllosen. Westliche Verarbeitung heutzutage haben nicht auf die Traume die Menschen verdauert. Woher auf dem Land und heute auf dem Stadt. Woher das Blutproblem, Zugproblem, Internet, Geschwindigkeitsproblem und Herzproblem, aber jetzt ist nicht mehr da. Heutzutage haben so viele Sachen Geld. Heutzutage alle sind im Handy, heutzutage kein Respekt zu alter Mann und Zeit. Zeit ist Geld, kostet das keiner. Das alles zu meiner Zeit. Danke. Das ist alles von meiner Seite. Okay, gut. Und Freunde, Sie sollten regelmäßig, also motiviert hier sein. Ab und zu sprechen auch Experten über vielleicht, wir haben wichtige Informationen dann. Wir führen auch solche Gespräche manchmal. Also noch im Februar kommt ein Expert und dann sprechen wir über Ausbildungsprogramm in Deutschland. Wie kann man auch beim Lernen Geld verdienen? Also das wäre ein sehr wichtiges Thema für uns. Ja, wenn jemand B1 hat oder so, dann kann man auch sich dafür melden. Das ist also ein Gespräch, die wir halten. Und dann, im März, ab März würde ich sagen, bekommen wir dann auch viele Jobs auf dem Markt. So sollten Sie auch bereit sein, Sie sollten regelmäßig über solche Themen sprechen. Dann ist es egal eigentlich, wer was fragt. Wenn Sie in der Lage sind, wenn Sie also schnell reagieren können, dann können Sie auch einen Job bekommen. So, regelmäßig. Nie eigentlich das. Auch wenn Sie irgendwann Stammtisch nicht also wenn, mitmachen, dann sollten Sie zu Hause üben. Ab März. Einige Firmen brauchen dann Kandidaten. Da haben Sie Ihre Chance. So, regelmäßig sein. Ich habe gehört, ja, jemand hat mit mir auch gestern gesprochen. Ich sage Bescheid noch weiter, wenn ich extra noch Informationen habe. Gut, nächste Person bitte. Und dann, ja, noch eine Info. Wir können auch, zum Beispiel ab März gibt es Interviews und dann Jobs. Wir können hier auch Mock-Interviews haben, wenn Sie wollen. Okay? Vielleicht Ende Februar oder so. Dann kann ich welche Fragen stellen, Sie reagieren, wenn Sie was nicht verstehen, Sie fragen, ich reagiere, so lernen wir, ja, gegenseitig. Und inzwischen ist Rakesh da. Ja, Rakesh.
guten Tag alle zusammen. Heute ist der Mai das Leben früher und heute. Heute ist die Zeit sehr verändert. Manchmal rede ich mit meinem Großvater darüber, wie die Zeit in deiner Kindheit war. Er erzählt mir, dass das Leben nicht so einfach war wie heute. Wir hatten kein Handy und wir hatten keinen Transport. Wir haben schon so viel gelandet. Heute haben wir viele Fortbildungsmittel. Aber früher reisten wir zu Fuß oder auf Kamel. Heute können die Leute Filme auf den Handy ansehen. Aber damals gab es in einem einzigen Fernseher. Es war keine Schule, aber heute ist es viele Schulen und Universität. Es war keine Waschmaschine, wir haben die Kleidung mit den Händen gewaschen. Es gab keinen Strom, keinen Ventilator, keinen Klimaanlage. Früher haben wir auch von Essen verwendet. Damals gab es keine Jobs, wir hatten nur Landwirt, Jobs, das ist alles. Vielen Dank für Aufmerksamkeit. Sehr schön. Gut. Also wir können auch manchmal Fragen stellen, Freunde. Wenn jemand über ein Thema spricht, andere können vielleicht ein oder zwei Fragen stellen. Denn in der Prüfung werden Fragen gestellt. So wären wir noch bereit. Für B1, B2, C1, dann ist es wirklich cool. Wenn Sie wollen, könnten Sie auch. Okay, next. Das Leben früher, das Leben heute. Unterschiede gibt es viele. Rakesh hat gesagt, früher hatten wir viele Möglichkeiten nicht. Das Leben war einfach, aber dann wir hatten auch nicht Möglichkeiten. Wir konnten nicht wählen, leider. Alles war begrenzt. Okay, Anil. Ani ist dran. Ja, Ani. Hallo alle, guten Tag. Heute geht es ja nicht das Leben früher und heute. Das Leben früher ist gut als heute. Worker sind hart arbeiten als heute Worker. Vor 10 oder 15 Jahre keine Technologie oder alle Menschen helfen einander. Alte Leute glauben in unserem Hindu-Sanskriti oder heute wir vergessen unsere Sanskriti. Sie haben gut und sie handhaben jede Situation sehr leicht, einfach. Aber in alter Zeit Menschen oder Frau nicht frei. Heute unsere Menschen haben Frauen Freiheit. Nach meiner persönlichen Erfahrung, alter Zeit ist besser als heute. In alter Zeit, Bürger verstehen einander. Früher Zeiten haben Bürger während Wirklichkeiten für ihre Familie oder heute sehen wir alle eventlich sind beschäftigt an die Social Media oder ihr persönliches Leben. Sie haben keine Zeit für ihre Familie. Vorteil oder Nachteil, Vorteil sind, heute haben wir Technologie und Einrichtungen. Heute Zeit haben weitchen Freiheit. Viele Transport sind für uns verfügbar, viele Gelegenheiten verfügbar für jugendliche Leute, sie schaffen oder ihr Ziel bekommen einfach. Schule und Universität, gute, heute alte Führzeit. Wir vergessen unsere Sanskriti, heute Eltern nicht mehr verantwortlich für ihre Kinder als für Eltern. Wir machen nicht gute Einschaltung. Die heutige Generation ist von Krankheiten umgeben. Danke schön. Aha, das ist schon wunderbar. Also die Kultur war früher noch wichtiger. Die Menschen haben viel Wert daran gelegt. Das ist richtig. Ja. Okay, next. Wer würde noch? Das Leben früher, das Leben heute. Wenn jemand fragt, also früher bedeutet was?
wie früher, vor 20 Jahren? Ja, können Sie darüber sprechen? Das Leben früher bedeutet vielleicht vor 20 Jahren oder vielleicht vor 50 Jahren. Das hängt von uns ab. Wenn ich sage, das Leben früher, dann kann ich sagen, also wie war es vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Aber wenn mein Vater darüber spricht, er kann dann noch sagen, wie war es vor 50 Jahren. Also das hängt davon ab, wie alt Sie sind und was es für Sie bedeutet. Klar. Himanshu, Shorab, Rinki, bitte schon, das sollte man selbst zeigen. Ja. Okay, cool, sehr gut. Also natürlich, Kinder würden gerne etwas kaufen. Lakshya ist dran. Lakshya, wo wohnst du? Wo bist du jetzt? Hallo Lakshya. Yes, sir. Okay, Deepak ist dran. Okay, kein Problem. Guten Tag, alles gut, Raman. Heute das Thema ist das Leben für und heute auch. Das Leben der früheren Menschen war sehr gut, ihr Leben bestand aus einfachen Elenden. Die früheren Menschen waren nicht egoistisch und ihr Essen und Trinken war sehr reich und vegetarisch und sie verbrachten ihr Leben in Slow-Electen. Heute hat dies Lebensstil der Menschen verwendet. Die Menschen haben gewonnen, dem Wohlleben. Westlichen Lebensstil zu folgen, heute rennt die Jugend dem Geld verdienen. Hinterher und betrachtet Geld als alles, jeder hat. Das jemand überhaupt jemand hat Zeit für gelebte Menschen, Familie und soziale Beziehungen sind nicht betroffen. Sie brauchen nur Geld, was auch immer sie bekommen. In teuren Hotels zu essen, Englisch Filme zu schauen und teure Kleidung zu kaufen, die zum Joinen für modern Tate erholen. Das Leben gilt mittlerweile als Joinen für Spaß zu gendern, wie Kleise aus und zu treiben.
der heute seinen Aha. Okay, cool. Next. Bitte. Lexi wollte in Schwissen was sagen. Lexi, bist du immer noch da? Okay, gut. Morgiges Thema wäre vielleicht, ja, dann wie etwas gefunden oder verloren. Das ist morgiges Thema. Gefunden oder verloren. Ihre Erfahrung. Erfahrung mit dem Fundbüro kann man auch sagen. Oder Fundbüro. Zum Beispiel, Sie haben vielleicht irgendwann Handy verloren. Haben Sie dann das zurückbekommen? Oder Geld verloren? Oder haben Sie vielleicht etwas gefunden? Haben Sie dann zurückgegeben? Oder nur hatten Sie das dabei? So, das wäre Thema für morgen aber. Will jemand noch über diese Themen sprechen? Bitte schon. Ja, bitte. Gerne. Prashant. Hello, good morning. To my stage, I am a speaker on the integer schema session. The schema is the single field tender. Let us split the integer level across the row scale and integer level. Sehr gut. Wunderbar. Prashant, wo wohnst du? Ich wohne in Maharashtra. Aha, toll. Wo in Maharashtra? Wo genau? Kolhapur. Kolhapur. Okay, wunderbar. Sehr gut. Ragini ist auch da heute wieder. Also, treffen unsere Freunde, die wir verloren hatten. Okay, toll. Ja, nächste Person, wer ist dran? Wenn wir eigentlich nicht regelmäßig sprechen, vergessen wir Wörter. Warum sprechen wir jeden Tag? Wir wollen die Atmosphäre schaffen. Wenn wir also immer wieder sprechen, dann können wir die Wörter hier halten in Active Memory. Und irgendwann, wenn Sie vielleicht ein Gespräch halten, dann können Sie besser sprechen oder besser verstehen für einen neuen Job. Ist das wirklich toll? So, ist es wichtig. Deshalb ist das Thema uns egal. Wir wollen regelmäßig über ein Thema sprechen. Also,
Und dann sage ich im Voraus, welches Thema ist für morgen. Morgiges Thema ist etwas gefunden oder verloren. Haben Sie solche Erfahrungen gemacht? Natürlich. Immer wieder verlieren manche vielleicht. Oder Fundbüro. Lost and found. Und da kann man vielleicht etwas geben, wenn man bekommen hat, das ja uns nicht gehört, dann geben wir. Natürlich. So, das wäre dann Thema für morgen. Und vielen lieben Dank, Freunde, für eure Beiträge. Dankeschön. Und bis morgen dann. Ich denke, wir haben alle schon gesprochen. Und wenn Sie, ja, und wenn Sie sprechen wollen, dann sollten Sie immer Hand zeigen. Danke.